Was machst du hier? Still, still. Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Kehre zu dem zurück. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, es wird Zeit, dass ich mal tatsächlich irgendwie mal so ein... Ach, das ist gar nicht so weit. Ja, ich bleib irgendwie ganz schön hängen, weil ich immer super konzentriert bin, ey. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, das können wir auch gebrauchen. Das kann ich nicht mitnehmen. Oh. Ich werde ihn jetzt schon auf Plünder rein. Oh, Platsch. Hat er bestimmt nicht gehört. Alles gut, liebe Inka? Ach so, übrigens, moin moin und willkommen zurück. Also, ja. Mitten in der Videosequenz gerade. Ich konnte nicht erahnen. Ich bin gerade nur zwei Schritte zur Kiste gelaufen. Ich dachte, da wäre irgendwas Besonderes drin. Und zack, gibt's eine Videosequenz. Schlafen musst du ja hier nie, ne? Das ist, brauchst du nicht. Ja, ich hab einmal geschlafen. Echt? Ach ja, stimmt. Vor der Erprobung. Da wurde sie ja verletzt, da war sie ja, musste sich wieder rehabilitieren. Guck mal hier, fiel mir eben gerade schon auf. Ich finde das sehr geil, vorhin hat es ja geregnet, da prattelt der ganze Regen im Fluss, aber der Fluss schwappt hier keinen Millimeter über. Das ist wie so eine Gelitiermasse, weißt du, wenn du jetzt eine Erdbeertorte machst oder so, eine Erdbeerkuchenmasse, weißt du, dein Gelit darüber machst. Was ist das nochmal? Gelatine, genau, so. Tortenguss. Tortenguss, genau. So. Wackelpudding, genau, so. Das sind Läufer. Also Läufer sollen tatsächlich so die Pferde da sein. Ich hätte mal gedacht, das sind so eine Ochsen oder so. Aber tatsächlich sind das mehr so eine Pferde. Ja, klar. Wir sind sicher, ne? Kannst du auch machen, weil ich muss mich ganz kurz mal urinieren. Du musst da zum Dings hin, du musst erstmal die Quest abgeben. Vielleicht. Zuerst die Kälte, dann der Schnee. Dann musst du ins dieses Dorf rein, ne? So, ihr Lieben, hier ist die Inka. Ich übernehme mal kurz. Ich habe mein Messer noch nicht gefunden. Vielleicht mache ich mir ein neues. Denkt nicht an ihr Gesicht. Denkt nicht an alles Blut. Möge die Urmutter sie beschützen. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmutter. Gefällt dir was davon? Natürlich. Ach, hier habe ich einen Händler gefunden, aber das kannst du gleich machen. Ja, aber es war jetzt nur ein Händler hier eben. Achso. Haha. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich?
bist doch eine Kriegerin, nein, oder? Wir brauchen Eber heute. Also. Und sein Leben. Hey, ich dachte, ich bin ihm gelaufen, wegen dem Quest abgeben. Da waren Ausrufezeichen. Es gibt viele Eber hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Wo ist denn jetzt der, wo wir eigentlich hin sollen? Wo ist denn der jetzt? Da vorne bei 45 Meter. Das ist ja nicht das. Das ist, nee, was muss es sein bei 22? Auch heute. Ja, jetzt rechts. Folgt doch mal der Raute da. Mit dem Feld. Rechts. So. Du warst gerade bei dem. Oder was? Ah, nee, ist er ja. Ja, genau. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. So, gehen wir zum Händler. Ja, weil ich den jetzt gerade gesehen hatte. Das siehst du auf der Karte, wenn wir so einen Hirschgeweisen haben. Das sind auf dem Hirschgeweisen. Dreh dich mal. Ja, eben hatte ich den auch schon irgendwo gehabt. Da. Ja. Das ist noch, oder? Nee, warte. Was? Nee. Gefällt dir was davon? Natürlich! So, also soll ich mal ganz kurz Controller nehmen? Ja, und vor allen Dingen erstmal verkaufen, oder? Ja. So. Hey, vorsichtig. Du kannst es dir gerne rummachen. Nee, ich gebe das Mikrofon wieder ab. Warum? Deine astreine, sexy Stimme will jeder hören. Das hat er jetzt aber nicht gesagt. Ja, so, ich reich mal weiter. Oh. Hallo. So. Wir haben ja so viel eingesammelt gehabt, ne? So, die Sache ist die, kannst nicht einfach, wenn du, solltest du jetzt irgendwie handeln wollen. Upsa-pupser. So, Gefällt dir was davon? Ja, natürlich. So, jetzt gehe ich mal auf Kaufen. Ich wollte aber gerade mal auf Kaufen gehen, so. Und dann gehe ich mal auf Waffen. Dann braucht er immer was dazu. Das reicht ihm das Geld nicht mehr, sondern er möchte hier ein Kristallgeflecht für diese Waffe dazu haben. Oder hier, sehr selten, dieser Scharfschützenbogen. Die Sache ist die, man musste mal irgendwie... Was mich total nervt, ist einfach, dass ich keinen Vergleich mit der Waffe habe, die ich jetzt aktuell trage. Stimmt, weil ja dieses langsame, feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Position ankommt, kann modifiziert werden. Ja, so, die Sache ist die, ich würde es gerne aber trotzdem mal wissen, was habe ich denn jetzt nun? Weißt du, wie ist meine Attribute von meiner Waffe aktuell? So, das würde ich gerne mal dann herausfinden. Warte mal, bevor du, ach so, hast du schon. Das würde ich gerne mal herausfinden tatsächlich. Man muss einen Vergleich haben. Man kann ja nicht einfach so blind drauf loskaufen. Vielleicht gefällt einem das ja nicht. So, wenn ich jetzt in mein Inventar gehe, Inventar, Waffen. So, da habe ich einen seltenen Bogen, einen Jägerbogen, der 4 Handhabung hat, allerdings nur einen halben an Munition und gut 2 wahrscheinlich Rüstungsbrecher.
Ja, halben denkst du, halben, er ist nicht so besonders. So, wenn ich jetzt da zum Händler nochmal gehe? Sehr kompliziert gemacht, man muss diese direkten Vergleiche davon haben. Natürlich. So. Alter, du alte Saufziege. So, dann hat er... Achso, gut, nee, das ist ja der hier. Die Munition natürlich viel mehr. Ein Dings kann ich natürlich auch zu modifizieren. Ja, er ist, glaube ich, tatsächlich, abgesehen von der Handhabung, dafür ist er ja ein Scharfschützenbogen. Ich glaube, ich kaufe den. Und rüst ihn auch gleich tatsächlich auf. So, die Schleuder noch nicht. Stolperfalle. Gucken wir, was die hier, die hat 5, glaube ich, ne? 5 Striche überall. So, eine Handhabung ist mir erstmal scheißegal. In der Handhabung sind alle ziemlich kacke. So, herstellen ja einmal. Inventar. Wo ist denn meine? Wo bitte? Stolperschale, genau. Ja gut, die hat auch 5, ne? Ja, dann gibt es eigentlich für mich keinen Grund, die zu kaufen tatsächlich. So, dann lassen wir das mal so. Was haben wir denn jetzt hier im Inventar? Ach, das ist neu. Ne, da unten diese Munition tatsächlich. Das ist richtig cool. So, wo war denn, wo war das da? Was? Scharfschütze. Hört, hört. So, dann machen wir, kann ich den? Ne, kann ich nicht. Was? Zersprengerpfeil. Verursacht beim Auftrag, beim Aufprall keinen Schaden, aber sehr hohes Reißschaden. Starker Druckluftstoß. Nützt um Rüstung und Bauteile von Maschinen zu entfernen. Okay. So, und kann ich denn auch mehr Munition wieder nachherstellen? Kann ich da machen, genau. So, Tragekapazität von. Nice. So, und Fallenbeutel. Gut, aber da brauche ich noch Munition. Ist das jetzt so, dass ich nur 15 Schuss habe, oder was? Nee. Echt? War das ein Fehler, ey? Muss mal testen, die anderen habe ich noch dabei. Achso, ich wollte hier immer noch was verkaufen, ne? Gefällt dir wir kommen ja erst nur dann raus, wenn die Aufnahme vorbei ist. So, kaufen möchte ich nichts, ich möchte tatsächlich was verkaufen. Outfits. Modifikation, ja, ich werde gleich mal modifizieren selber. So, ach Mann, immer dieses. Oh, immer dieses Mal drückt, weißt du, den Zurücktrauknopf? Natürlich. Was? Natürlich. Gefällt dir was davon? Das wird, natürlich. Wird langsam gruselig. Ich mag ja nicht so gerne Bauteile. Also, das kann man natürlich vergeben. Damit macht man ja tatsächlich alles an Munition. Bloß ich kann ja auch was davon verkaufen. Ich weiß nicht. Oh, was haben wir hier? Munitionherstellung, ja. Reiserucksack. Diese scheiß Rattenkacke hier, die kann weg. Ah, nein! Stopp. Ach so, gut, okay. Das sind ja sowieso Verhändler mehr. Bestimmt bereue ich das. Ja, verkaufen ist da nicht so mit Outfits. Waffen verkaufe ich nicht, aber es müsste auch eine Kiste geben tatsächlich. Ne? Man kann mich nicht dazu zu zwingen, meinen geilen Bogen zu verticken, herstellen, modifizieren, Waffen modifizieren. Wo ist denn dieses, das ist der Jägerbogen, das ist ein Scharfschützengewehr. Haben wir Modifikation dafür? So, ich mache einen Rüstungsbrecher rein. Und ein 19%igen Schaden. Ja, sehr gut. So, und Handhabung, ist das so wichtig gerade? Ja, du ja, vielleicht doch schon. Doch, vielleicht schon mal ganz ja. Gut. Rastler.
Schaden, gut, den brauche ich auch tatsächlich. So, die habe ich sowieso noch nicht benutzt. Ja, vielleicht sollte ich den mal benutzen. Haben wir dafür irgendwas? Selten Eis. Okay. Eis, okay, okay. Sehr selten. Na, dann rüste ich noch tatsächlich damit aus. Und natürlich wäre mal geil, wenn wir das Gegenteil von Eis kriegen würden, was wohl nicht der Fall ist. Da könnte man ja auch tatsächlich Dinge, die unter diesen Modifikationsdinger sind, verkaufen. Ich wäre nicht gezwungen, alle Modifikationsdinger mitzunehmen. Natürlich. Weißt du, die kann ich ja nicht verwenden, abgesehen von denen, die ich jetzt gerade tatsächlich ausgerüstet habe. Ja, aber du verkaufst deine Waffe nicht verkauft. Quatsch, die verkaufe ich doch nicht damit. Das sind Sachen, die... Du mal, Feuer behalte ich schon mal. Den kann ich schon mal wegschmeißen, weil ich schon mal besseres Feuer habe. Habe ich besseres Feuer? Eis, 24, dann kann ich den schlechteren wegschmeißen. Den kann ich wegschmeißen, den kann ich wegschmeißen, den kann ich wegschmeißen, den kann ich wegschmeißen. Schock. Verderbnis. So. Verderbnisspule, wer will denn das? Tarnung, 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 Eisschutz. So, Eisschutz ist natürlich klar, es ist. Aber Tarnung wäre mal geil. Wie viel Tarnung habe ich denn jetzt? Leute, tut mir leid, aber das gehört zum Spiel tatsächlich dazu. So, Modifikationen. Was habe ich denn da drin? Fernangriff. Ne, das ist ein Schockdings. Was soll das? Eine Tarnung sein. So. So, ein Schluck noch von meinem wunderbaren Getränk. Ja. Oh ja, oh, ich bin so schön, ja. So, und da. Oh, wir füßeln gerade hier. Mm, das ist ein sehr schönes Gefühl. So, ich möchte gucken, welche Quest machen wir jetzt als nächstes. Das ist wirklich angenehm. Man kann es ruhig weitermachen, meine Liebe. Jagdglück. Jagen, Fremdenland. Aber ich habe gesehen, diese. Also warum ist ein Tutorial denn jetzt offen? Scharfschutzbogen. Ja, warte mal. Okay. Verdorbene Zone. Ich habe nämlich noch eine verdorbene Zone gefunden. Jagdgebiete. So. Wir müssen tatsächlich. Ich mach mal kurz den hier fertig. Rede mit Hüter des Jagdgebiets. Oh nee, nicht das. Nein, das ist das. Nein, das ist es doch nicht. Echt jetzt? Aber dann frage ich mich, was ist denn das? Warte mal. Wo bin ich jetzt? Ah, warte mal. Ach man, komm schon. So. Machen wir weiter? Ja, danke schön. Das hier mit Jagen für die Jägerloge, weißt du? Ach so, was ist das? Ja, weiß ich nicht. Gut. Ja, mache ich erstmal das hier. Auf Karte anzeigen. Finde Thames Ring. So, denn. Alter, das ist super angenehm, ne? Ich werde gerade mega geil gekrault, hätte ich beinahe gesagt. Gefüßt. Ich glaube, bevor wir da jetzt hingehen, liebe Leute. Nee, ich glaube noch nicht. Wir können uns schon mal dahin begeben. So schnell ist die Zeit noch nicht rum. Jetzt darüber springen, voll aufgespießt sein. Was? Achso, okay. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Nein, natürlich nicht. So eine agile junge Frau wie du. Wo willst du denn hin? Was? Nennen wir das verratlich nicht doch einfach rauchen. Lieb Kinder, das ist nicht gut. Davon kriegt ihr alte Haut. Dann seht ihr mit 12 auch schon wie 35. Ja. Was bist du, Junge, frisch? Achso. Ja gut, gut zu wissen halt, ne? Wow, das war eine Bergklettertour, die wir auch jetzt geschafft haben.
Was ist denn der dran? Oh, fuck. Ich habe das Gefühl, auch gerade speziell auch nachts nur die Plünderer kommen, ne? Ist es richtig? Muss ich hier mit jemand reden? Achso, was soll ich hier? Das hat ja einen Grund. Wir befinden uns jetzt auf irgendeinem. Diese Dinger kreisen hier auch noch rum. So. Hey, Mutter, von deinen Bilden um. Wahrscheinlich ist der Sägezahn unser großes Ziel. Noch ein bisschen langsamer. Dieses Familienerbstück wohl nicht dabei. Das brauche ich. Ach ja? Cool.
Das nehme ich mit. Was sind das denn? Also sind die noch alles aufmerksam? Da kommen sie. Ach du Scheiße. Ach, das sind nur Wächter, ne? Das ist aber nicht mein Ziel. Ich suche Wildschweine. Und Sägezahn. Einen habe ich gerade schon getötet, einen Sägezahn. Wow, der Pfeil, also der Bogen ist wirklich klasse. Was war das denn gerade? Bestimmt so ein Glühweinchen-Tanz. Ja, natürlich. Ja. Ja, diesen Ring, der ist abgehauen vom Sägezahn und hat den dann. Ja, das habe ich auch schon angenommen, du hast gepasst. Ah, okay, du warst es also, deswegen bin ich hier. Das ist die richtige Frage. Sind wir noch in der Aufnahme? Ja, dann müssten wir mal vielleicht mal für heute pausieren, was? Meine lieben Freunde, was sagt ihr dazu? Nö, ne? Eigentlich nicht. Aber nützt ja nichts. Alles hat ein Ende. Und bis später, kleiner Peter. Tschüss, ihr Lieben.